Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Target Legend Skyblock mit mir, denke ich. So, weiter geht's. Wir sind jetzt im Level der Staffel 2 mit der Baumform. Muss ich immer noch auf die Antwort warten oder mal selber gucken. Warum sind da jetzt Redstone Torches drinne gelandet? Das war eine sehr gute Frage. Aber macht jetzt nichts. Das fällt eh nicht auf. Und zwar hier drüben habe ich ja gesagt, machen wir uns die Flasche zunutze. Muss ich noch ausleuchten. Aber es geht jetzt voran. Wir haben jetzt einige Quests noch zu erfüllen. Mit der Black Hole Chest müsste eigentlich geklärt sein. Müssen wir mal kurz schauen. Da ist er. 5 Seiten, da sind wir am Arbeiten. Geht gut, weil das füllt sich jetzt immer weiter. Hier wird kein weiteres Zeug hergestellt. Gut. Hier waren ja Tonnen. Okay, hier kommt plus minus 0 raus. Oder haben wir sogar hier noch was drin? Ach, hier haben wir auch noch was drin. Gut, alles klar. Das befüllt sich jetzt nach und nach. So, mit der Frage wegen der Insel, den Inseln draus machen. Da habe ich mal weiter in den Quests durchgeguckt. Geht nicht, weil wir müssen früher oder später dann die ganze Lauffläche hier auf 500 mal 500 Blöcke erweitern. Also können wir uns das sparen mit der Insel. Mit den Inseln, besser gesagt. So, gut, aber jetzt müssen wir mal kurz schauen. Wir können erstmal nach unserem Cold Coke Block. Ja, haben jetzt so 3 schon. Sehr schön, da haben wir die Quest auch abgeschlossen. Wir brauchen jetzt noch eine ganze Menge EMC. Und wir können dann schon mal mit den Full, also mit den extremsten EMC-Generator anfangen hier. Das sind ja bloß die langsamsten Teile. Dann gehören noch Dark Retter Melees dazwischen. Wir können ja mal kurz schauen, wie weit wir kommen. Ah, stimmt ja, das ist ja kein EMC mehr. Schade. So, die Kinetic Pipe kommt auch raus. Wir haben erst einmal so, den Dark Dark Metal Relay, Metal Block, Antimatter. Stimmt ja, wir brauchen den hier. Na, nehmen wir uns mal 2, dann brauchen wir die Energy davon, 14. An so 1 kommt 5. Also können wir 4 wieder erstmal zurück schaffen. Und dann bauen wir hier doch mal wieder um. Stimmt, das ist ja bloß der Stufe 2 gewesen. Okay, da habe ich mich verguckt. So, Diamanten raus. Die Truhe. Hammer. Sehr schön. Und ja, man sieht immer mal wieder, ich habe noch meinen normalen Skin, den normalen Skin von dem Sex Pack. Keine Ahnung warum. So, jetzt. Die Energy Collector aus MK3 benötigen kein Glowstone. Also machen wir es so. Dann kommt der Anti-Raptor Melee. Dann kommt unser Energy Kondenser und daran kommt erstmal wieder Diamanten. Und dann kommt hier an jede Seite wieder. Und jetzt müsste es schon von daher schon mal relativ zügig gehen. Ja. Sehr fein. Gut. Da haben wir schon mal fast der Hälfte geschafft schon. Und wenn wir jetzt noch die 2 Pedestal mal hier hinterstellen. Einmal so. Einmal so. Oh ja, das nennt man Speed. Da können wir jetzt sogar eigentlich schon Diamantblöcke nehmen. Einfach mal so, weil wir es können. Diamantblöcke. Später können wir dann Red Dark Matter Blöcke und Red Matter Blöcke nehmen.
So. Wir brauchen noch 1, 2, 3. Da haben wir nämlich den zumindest schon mal die Antimatter Relays fertig. Anti 1, 2, 3. Und zwar machen die hier, hier und hier hin. Oh yeah, EMC en masse, EMC en masse. Nicht F4. 5. Gut, da kommen wir noch mal ein Stückchen weiter. Es wird immer schneller. Jetzt fehlen bloß noch 3. Jetzt haben wir die nächste gute Quest abgeschlossen und hier geht's. Nom, nom. Cool. Eigentlich könnte man noch hier vorne einen machen, aber da kommt man gar nicht mal an die Kiste ran. Also von daher ist das vollkommen okay. Da kommt sogar da drüben die EMC-Produktionsstrecke. Ne, die lassen wir noch an. Die lassen wir mal noch an. So, jetzt wollte ich die hier rausholen. Ja, das muss ich mich noch dran gewöhnen. So. Ja, ich wollte das EMC wegpacken. Nein. So, und was ich jetzt auch mal noch sagen wollte, ich bin jetzt auch auf with.me, also with.me unterwegs. Unter dem gleichen Namen, Keostockt. Da mache ich auch Videos, beziehungsweise sind bis jetzt zwei oben. Einmal die erste Folge Tekken Legend Skyblock, Staffel 1. Und dann halten wir noch ein anderes, weil auch ein Minecraft-Video. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Könnt auch gerne ein Follow da lassen. Werbung für mich machen. So, nochmal zwei Blöcke. Oh, ja. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall die Quest auch schon wieder voll. Und zack. Einen hätten wir benötigt, zwei haben wir geholt. So. Gut, da haben wir die Quest auch schon wieder abgeschlossen. Das ist sozusagen Obtain the Full Power Flower. 17 Kollektoren mit 5 Relays. Also mit den Antimatter Relays. Und halt, wir haben gleich die High-End-Kollektoren genommen, weil andernfalls wäre es schlecht geworden. Ich hämmer mal immer wieder mal hier ein bisschen Gras per Hand nach, aber bitte keine Fackeln. So, da geht es halt doch mal ein bisschen zügiger. Ja, hier muss ich halt immer mal wieder abbauen. Und jetzt hier noch einiges dazugekommen. So, das macht nichts. Da haben wir jetzt hier wieder Erde dran. Hier soll ja eh noch eine Wand sein. Es soll ja ein Raum sein und nicht hier bloß nichts nach der Niente. F7 mal kurz anmachen. Ist ausgeleuchtet, sehr fein. Gut, gut, Spinny, du darfst leben. Zack. Gut, welche Quest nehmen wir jetzt? Eine vollautomatische Electronic Circuit Farm. Okay, wir können uns auch mal einen, das ist sozusagen der Fun Quest, würde mal den Philosopher Stone holen. So, den mal kurz aufladen. Und jetzt sollen wir Get a Philosopher Stone and turn grass into smooth stone. Wohin gehen wir da? Das ist ja nur Sand. Es steht wirklich da Graph. Smooth Stone fast. Ne, Cobblestone. Na doch, das ist eigentlich Schiers. Ist das Smooth Stone? Das
Smooth Stone, das ist eigentlich Clean Stone. Ja. Gut, da haben wir die Quest auch schon wieder. Okay, jetzt müssen wir uns sogar noch 128 Stacks of Cobblestone ins Void schmeißen. Da ist einiges jetzt vor uns. Vorher gehen wir erstmal schlafen. Und essen. Ne, wir können gleich schlafen. Essen machen wir danach. Jetzt sind hier irgendwo Monster. Wow. Ist das Monster jetzt weg? Ja, jetzt können wir schlafen. Ach, da drüben sind so viele Mobs. Ich muss unbedingt da noch ausleuchten. Ich hatte das mal auf irgendeine Taste gelegt, dass wir hier einen Rundumschlag machen können. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Muss ich jetzt nicht gucken. Muss erstmal hier alles töten, dann ausleuchten. Töten. Töten. Alles töten. Alles töten oder was? Zack. Außerdem kriegen wir dann noch mal ein paar Level. Okay. Komm, ich habe schon einen Magneten an. Ihr könnt ruhig hier ran. Komm. Komm zu mir. Ich tue euch nichts. Vielleicht. Ja, dafür sollst du und kann weg die Fackeln. Nehmen wir gleich mal ein paar mehr mit. Ich hatte eigentlich auch noch eine andere Variante gedacht, dass wir das machen könnten, und zwar Carpenter's Blocker und da halt einmal Glowstone reinlegen. Also einmal reinklicken, dann leuchtet der Block. Könnte ich ja mal offscreen machen. Muss ich jetzt nicht unbedingt noch Folge machen. Das ist ja bloß, damit ich es halt mal seht. Ach, das macht er auch mal. Damit hier nichts weiter spawnen kann. Gut, da wird noch einiges. Boah, erschreck mich nicht so, Schwein. Man denkt an nichts Böses, da kommt das Schweinchen. Ja. Gut. So, wie man hört, ich habe auch nicht mal die von Spotify erstmal drin. Weil da kamen wirklich gleich mal zwei Meldungen pro Video. Also ein Video. Hat ja zwei Videos mal aufgenommen mit den Sounds von Kronk. Da kam bei mir halt gleich mal die Urheberrechtsmeldung. Aber da mein Kanal ja relativ sauber ist, auch von sowas her, habe ich da keine Probleme mit gehabt. So. Was sagt die Zeit? 13,5 Minuten. Gut, da können wir uns dann in der nächsten Folge mit der vollautomatischen. Sag schon. Electronic Circuit Produktion reinhängen. So. Und wir sollen sogar noch eine EMC-Form mit Zombie-Pigments machen. Okay, das heißt, wir müssen ein riesiges Nether-Portal bauen, wo halt permanent Zombie-Pigments spawnen können. Holy shit. Weil hier, das ist ja das Kleinste mit, was es gibt. Das Kleinste. Ach gut, ausgeleuchtet haben wir es jetzt erstmal. Hier unten wird jetzt nichts ausgeleuchtet sein weiter. Aber wir können sie ja mal. Wow, genau deswegen. Passt auf. Gut, machen wir jetzt mal auf die Maus. Und ich sage an der Stelle erstmal Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halt nicht das Vollkommen auslassen. In dem Sinne, macht's gut und bis morgen. Tschüss.